Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS 19 vom Hof der Familie Chaos aus den Voralpen zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Hallo. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ernten wir unser erstes eigenes Feld. Wir haben Feld 2 und Feld 3 mittlerweile erworben. Wir haben ein bisschen für uns die Mission gemacht, natürlich. Und haben die zerstochenen Reifen verkauft. Und dadurch haben wir uns dieses Feld leisten können. Und ich werde dir, ich fahre dir jetzt mal nicht den MB-Truck runter. Nein. Ich werde dir den Deutz runterstellen. Zusammen mit dem Abfahrdings, weil so viel dürfte da eigentlich rauskommen, weil mit dem Deutz würde ich gerne mal zu Hof 2 hochfahren. Da soll ein Schweinebetrieb sein, wo wir Gülle kaufen können. Da werde ich uns mal ein bisschen Gülle kaufen. Mhm. Dass wir das Feld mit Gülle versorgen können, um dann das Feld zu düngen. Ja, ich denke, die Stroh kannst du eigentlich lose einsammeln und dann gleich oben ins Lager rein. Ja, das war tatsächlich auch mein Gedanke. Dass wir das auf jeden Fall aufnehmen und selber behalten. Auf jeden Fall, das brauchen wir. So, ich stelle den Abfahrer mal einfach... Ja, ich stelle ihn mal hier an den Feldrand. Ja, das passt schon. Ich denke eh, dass ich da nicht großartig vorher abtanken muss. Ich denke es auch nicht. Er steht jetzt zwar ein bisschen schräg, aber das ist nicht so schlimm. So, dann muss ich mir mal ganz kurz den... Wo haben wir denn das Güllefass eigentlich hingestellt? Ah, da. Ja, wir haben tatsächlich eins. Ich muss nur gerade gucken, wo es steht. Uppala. Mir fällt gerade auf, ich habe etwas vergessen aufzubauen. Okay. Das Lenkrad. Da kannst du halt mal ohne. Neu, das sieht ja so ganz komisch aus. Ach so. Dem fahre ich dann immer überall gegen. Also mehr als mit Lenkrad. Ja, da fahre ich zwar auch immer überall gegen, aber... Also ich glaube, mit Lenkrad lenkst du auch wesentlich flüssiger. Also das ist das, wenn du mit Tastatur fährst, du lenkst ja eckig. Ja, vor allen Dingen... Mit dem Lenkrad lässt du los und er scrollt quasi zurück durch die Feder. Ja. So wie in Reel auch. Ja. Und nicht wie, wie im PC. Genau. Zeige ich jetzt mal. Hallo? Wollte den... Den da noch... Hallo? Tabelle. Oh Gott, hängt der hoch. Ja. Ja, die angeschlossene Zapfwelle sieht aber witzig aus. Bei dem Fass, die hängt so ein bisschen runter. Na egal. Fällt gar nicht auf. So. Ich bin da mal weg Gülle kaufen. Ja, schaust du. Ob du da was hast. Ja, die Leute im Dorf haben ja gestern aussagekräftig gesagt, dass es da was geben soll, ne? Ja, ich bin gespannt. Könnten wir gut fragen, weil das Feld muss ja nochmal komplett gedüngt werden. Und dann müssen wir mal... Gefährst du jetzt? Und dann müssen wir mal gucken, was wir da drauf machen. Was wir effektiv brauchen. Richtig. Geld. Brauchen wir. Ja, also Raps, Sojaboden, obwohl... Ja, wir müssen voll düngen, müssen wir gucken, was wir da kriegen. Ja, wir haben ja hier bei unserem anderen Feld, was wir uns noch zugelegt haben, also drei, da sind ja Sojaboden, glaube ich, drauf, ne? Hafer. Hafer? Ja. Okay. Och, da fällt mir gerade ein, Hof 2 war doch der, den Hang hoch, oder? Ich weiß es gar nicht. War da, glaube ich. Wo ist denn der? Oh, hier ist ein Feldweg. Ja. Ja, ja, ja. Das ist der oben auf dem Berg. Okay. Also gut, dass ich mit einem vollen Anhänger runter muss und nicht mit einem vollen Anhänger rauf. Oh Gott. Was ist das denn für eine Straße? Die nächste Fuhre kannst du... Den Hof nicht genommen haben, meinst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, das ist eigentlich... Oh doch, den hätten wir auch nehmen. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Gegend hier. Ziemlich viel Grün. Ja, die sind ganz unterschiedlich, die Gegend. Das ist mir auch aufgefallen. Wenn du so hinter in den Forst kommst, ist er schon wieder ganz, ganz anders wie hier. Ja, ich heiz hier auch gerade. Oh. Oh. Oh, der ist ziemlich uneben, der Weg. Okay. Wo bist denn du gelandet? Bin auf dem Weg nach oben. Warte mal, jetzt müssen wir auf der Karte schauen, wo du bist. Oh Gott! Ganz da hinten. Ah ja, da oben ist der Hof, haben sie gesagt. Den Berg rauf, haben sie gesagt.
du liebe Zeit, okay. Bin aber gleich schon oben. Ja, ich muss da auch mal rauf. Mal gucken, ja, du kannst die nächste Fuhre holen. Nee. Doch, das ist total toll hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn ich jetzt hier mit dem kleinen Deutz fahren würde, du. Ha! Der hätte ja gar keine Chance. Ja, vorsichtig, wenn du darauf springst, da bleibst du in einem Silo, glaube ich, hängen. Hilfe! Ja, warte, ich komm. Ich komme hier nicht mehr weg. Kommst du echt nicht mehr weg? Du bist hier voll fest. Doch jetzt. Nee. Kommst du hier nicht mehr raus? Ja, warte, ich stelle dir den MB-Truck hin. Ich wollte nur mal gucken. Das Dankeschön. Wo musst du den jetzt hingehen? Ja, rückwärts an den Trigger. Hier hin. Ja, ja, ja. Die Anzeige ist kaputt. Was haben wir uns eigentlich für ein Schrottfass andrehen lassen? Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie es hier aussieht. Der Dieter wohnt hier. Wer? Der Dieter. Und der Paul. Der Dieter! Ja, der Weg ist echt sehr uneben. Aber cool gemacht irgendwie, sehr realistisch. Ja. Aber das mit den großen Maschinen hoch und runter, das wäre auch interessant. Ich muss jetzt erstmal. Kurve hier, wenn du da so, weißt du, wenn du so in den Kick fallen. Warte, ich folge dir unauffällig. Du bist bestimmt gerade aus dem Berg runter, du bist gar nicht die Straße gefahren, gell? Sweetie. Ja. Im Moment bin ich den Berg raufgefahren. Ja. Und bin dem der Straße gefolgt. Okay. So wie ich jetzt auf der Straße runter folge. Es sei denn, ich schieße mich über die Stränge weg. Ja, da gibt es schon ein paar Stellen. Wenn du da nicht bremst, das wird richtig. Du hast ein gutes Tempo drauf. Ja, ich habe auch Arbeit schnell. Boah, so in Reell würde ich so niemals den Berg runterfahren. Wer bremst, verliert. Ja, oh, 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 oh. Ja, wo bist du? Oh, ins Schleuder gekommen. Wer später bremst, ist länger schnell. Gut, gut. Hui. Oh. Das. Oh Gott! Okay, ich habe die Abkürzung genommen. Hab die eine Kurve vielleicht. Ja, nee, hab die. Ah! Hab die eine Kurve vielleicht ein bisschen verfehlt und die andere Kurve vielleicht ein bisschen zu gedreht genommen. Naja. Hab ich nicht überschlagen. Aber wir wollten die Gülle ja eh nochmal durchschaukeln, ne? Nochmal durchführen ist nicht schlecht. Ja. Überschlag und Gülle fast, das kommt gut. Oh ja. Also die Schläuche sind auch noch drauf, ist kein Schlauch runtergefallen. Siehst du, passt doch alles. Warum drücke ich bei Bergauffahren die Tasten immer mehr? Das weiß ich nicht. Das ist genauso wie wenn ich bremse und dann ich bremse und ich das Pedal weiter durchdrücke! Was? Oh, ich habe gerade aus Versehen das Fass angeschaltet. Oh nein. Stand jemand drunter? Nee. So machst du Freunde. Oh ja. Weißt du, was ich mal toll finden würde? Hm? Wenn mal jemand ein realistisches Güllefass als Mod bringen würde. Ja, und zwar nicht in Relation mit Gülle streuen, weil das kriegen sie ja alle hin, sondern auch mit, dass der Tank hinterher, bevor du wieder befüllen kannst, entlüftet werden muss und sowas. Achso. Also so wie es in Reell auch ist, da musst du ja auch erstmal den Tank dann entlüften. Da habe ich dir ja letztens erzählt, wo der eine da stand. Ja, oder du machst so einen Geruchsmod mit rein. Ja, das gibt es. Das kostet, glaube ich, 600 Euro. Okay. Ernsthaft? Das war jetzt ein schlechter Scherz. Nein, ernsthaft, es gibt so ein Gerät. Ich weiß nicht, von welcher Firma das ist, aber es gibt ein Gerät, das simuliert die Gerüche.
Und Gülle. Ja, auch. Oder von frischem Holz und sowas. Krass. In GTA von Blei und Kaiser Straße und Reifen. Ach, ganz ehrlich, Schatz, das wird nicht mehr lange dauern. Bis es sowas gibt. Ach, nicht so geil. Wo ist denn jetzt unser... Achso, ja, stimmt, da hinten. Oh, das wird jetzt interessant. Ehrlich? Ja. Was denn? Ich muss jetzt gerade den größten Trecker für unseren Ladewagen nehmen, den wir haben. Wir haben große Trecker. Ja, siehst du, merkst du den Fehler, den ich jetzt gerade habe? Ja, den MP-Truck, den kannst du nehmen. Nui, der stärkste, den wir haben. Ja, der ist aber gerade im Begriff, Gülle auszubringen. Ach so. Nui, ich rede von dem anderen. Gülle aus? Ach, da. Der steht doch noch. Der steht schon bereit. Nimm ihn doch nochmal mit. Nui, ich werde jetzt das Gras mit unserem großen Schlepper aufsammeln. Nimm doch meinen. Ja, nee, ich hab den anderen genommen. Wo ist eigentlich deiner? Ja, keine Ahnung, ich glaube, der steht immer noch hinten mit den Heubeinen. Oh, achso, verstehe. Da war noch was. Ich hab einen Tinnitus, ich hab eine Pfeife im Ohr. Also Begrund, der schafft das schon mal. Ich weiß nur nicht, ob er gleich wieder raufkommt. Na, bleibst du unten. Musst du da jetzt immer länger machen. Warum? Was? Nein? Bei Oma Frieda. Oh nein, nicht bei Oma Frieda. Ja, ich weiß, die riecht so wenig. Ja, da gibt's immer Schoki und Keks. Oh nein, du Arme. Ja, echt schlimm. So, mit Jungen, möchtest du noch einen Keks? Nee, ich bin eigentlich okay, ich nehme noch einen. Hast du wieder heim, hä? Ah, Noi, daheim ist es immer so, ich schätze immer. Da ist es immer gleich in der Gosch. Oh. Schnell den Berg rauf. Was? Ja, jetzt überschlag dich nicht, du verlauter Eifer, ne? Schnell! So, ich würde mich beeilen, der erste Schnee kommt. Schnell! Hey, ich fahre mit souveränen 5 km/h diesen Hügel rauf. Ja? Ich lasse mich nicht beirren. Ich habe keine durchdrehenden Reifen. Neu. Ich werde nicht langsamer. Neu. Ich kann auch nebenher laufen und Kaffee trinken. Ja, du kannst schon mal vorlaufen und die Kaffeemaschine anmachen. Ja. Aber ich find's toll, dass du richtig drischt gerade. Mach ich das sonst nicht? Quer zum Hang. Ach, nein, so. das finde ich toll. Weil habe ich mit dem Aufsammeln das leichter. Ja, das stimmt. Ja gut, aber weißt du, wir waren vorher auf der Swiss Touch. Ja. Yeah. Man lernt. Oh, 4 km/h. 3, 4. Oh, oh. 3. Oh. Bei 0 wird's kritisch. Nee, bei Minus wird's kritisch. Ja, stimmt. Dann sag schon mal Bescheid und geh aus dem Weg. Ja. Aber ich mag die Kacke. Die ist doch nicht schlecht. Mir gefällt die auch. Also ich hatte Abschiedsschmerz von der Swiss Touch. Das glaub war mein gerne. Hof, mein erster gebauter Hof. Das war schon so... Na, aber so... Ich meine, wenn man hier ankommt und sagt, okay, ist gut, man fühlt sich wohl, dann passt. Ja, das denke ich auch. Ist ja auch aber schön. Aber wir können uns echt noch überlegen, wo wir einen Schweinehof hinstellen. Oder meinst du, den brauchen wir gar nicht? Ja, die Überlegung wäre tatsächlich schon nicht schlecht, weil ich... Wegen der Gülle. Und es gibt da tatsächlich ja noch etwas anderes. Das ist heute erschienen. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Oh. Ja, es gibt noch ein Mod, der so ähnlich ist wie der Tier, also der Rindermod, den ich auf der Holzer habe. Den gibt es jetzt auch für Schweine. Verschiedene Rassen. Oh, das ist cool.
Ja, dann gucken wir doch. Vielleicht können wir noch für uns ein Land erarbeiten im Feld. Ein gerades. Schauen wir mal. Und dann setzen wir da den Schweinehund drauf. Ja. Cool. So. Bist du jetzt oben? Was? Ich bin neben dir. Was? Ach Gott. Wieder der Tinnitus. Sag mal, wenn wir den Hafer ernten, ja, ist ja auch Stroh dabei. Ja. Wenn wir das verkaufen? Ja. Muss, das jetzt? Ja. Kann man das lose verkaufen oder muss das im Ball? Wir können es ja lose verkaufen, glaube ich. Oder gibt es weniger? Ich warte mal auf die nächste, machen da Ballen. Aber sonst, wir haben ja zwei Felder. Ich denke, für die paar Tiere, wo wir haben, müsste es doch reichen erstmal eins. Eigentlich schon. Oh. Ich habe auch noch nicht mal einen Wagen hier voll. Also von daher, ich muss noch ein bisschen sammeln. Ich habe gerade mal die Hälfte vom Füllstand erreicht. Na, du hast ja auch noch einiges liegen, doch. Ja. So. Ich muss noch einmal meinen Drescher waschen. Wieso? Der sieht so nach Arbeit aus. Was? Ich muss weg. Arbeit ist immer nicht gut. Na, doch. Oh Gott. 4. 3. Gut. Was steckst du denn? Ich glaube, mit einem vollen Anhänger wird das echt. Oh, wobei, der beißt sich gut durch. Wie sieht eigentlich dein Füllstand aus? Du hast noch nicht einmal abgetankt, oder? 91%. Ich weiß nicht, ob ich es noch vollends reinkriege. 92. Wahrscheinlich muss ich doch einmal hoch. Okay. Und kurz abtanken. Aber das war auch nicht gedüngt großartig, also. Nee, wir werden jetzt gleich erst die Vorbereitungen treffen. Ja, das geht noch besser. Ja, wir werden gleich mit dem Flug einmal durchgehen und dann einmal mit der Gülle hinterher. Ja. Und ich glaube, Mineraldünger haben wir auch noch ein bisschen. Das heißt, wir können auch noch einmal mit Mineraldünger drüber. Da haben wir noch was, ja. Ja, was machst du jetzt? Gülle oder Mineraldünger oder beides? Wir pflügen, wir bringen Gülle aus, wir grubbern. Dann haben wir ja schon mal eine Düngestufe und danach machen wir Mineraldünger. Dann haben wir die zweite Düngestufe. Dann haben wir 100%. Nein, dann haben wir 100% gedüngt und dann haben wir das Saatgut oben drauf und dann haben wir ein 100% gedüngtes Feld. Ich dachte immer, du haust es drauf und danach musst du nochmal düngen. Kann man auch. Muss man aber jetzt nicht unbedingt, wenn wir den Schritt haben. Normalerweise mache ich das immer so: Mist, pflügen, Gülle, grubbern, fertig. Okay. So. Oh Gott. Aber, liebe Lüt, das soll es mit der heutigen Folge auch schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Da wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.